Geht schon. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess hier im in der Wüstenburg mit meinem Co-Kommentator Thomas. Genau. Okay, dann wollen wir mal. Ja, okay, ich schnüffel ja schon. Yep. So, okay, das ist praktisch unsere kleine, ja, Fährte. Die mir eigentlich so gut wie nichts sagt, außer dass ich da durch muss. Aber da ist schon eine Kiste. Wetten, da ist schon ein Schlüssel drin. Komm schon, kein Schlüssel. Schlüssel. Ja, keine Rubine. Ah, ein Herzteil sogar, geil! Komm mal jetzt darüber. Ja, okay. Komm. Jawohl. Ist da noch einer? Ach schon, da ist noch einer. Oh Gott, Geschwänster. Und was ist da drin? Oh, vielleicht ja. Noch was anderes. Ah, die Karte, das ist doch schon mal gut. Okay, das ist ja schon mal ein guter Start. Okay, also müssen wir jetzt da lang. Hier sind Ratten. Schlüsselhammer hat keine, oder? Items? Nein, Karte? Nee, Schlüssel ist gerade fehl am Platz. Deswegen kommen wir da nicht lang. Wir müssen da erstmal verschieben. Würde ich vorschlagen, aber es ist ja schon die Ratte weg. Okay, wie machen wir das? Keine Ahnung. Bringt mir nichts. Also ich will da lang. Gab's denn nicht irgendwie so einen Weg? Ja, toll. Von oben ist hier auch nichts. Bin ich überhaupt im richtigen Raum jetzt? Ja. Sicher. Ich kann dich irgendwo anhängen. Ja, da war so eine Fackel. Kannst du aber versuchen. Bringt mir aber nichts. Doch, irgendwas muss man machen können. Weil ich aber nichts. Nein. Vielleicht bin ich hier am falschen Raum. Ich sollte vielleicht mal meinen Wolf aktivieren. Ich denke auch, dass du im falschen Raum bist. Also es zeigt mir, dass ich da hin muss. Ah, nee, du musst. Dann geh mal direkt gegenüber. Wenn du jetzt aus dem Raum rausgehst. Ja, okay. Da war ja noch ein Raum. Aber ich glaube, er hat auch einen Schlüssel. Nee, hat er sogar nicht. Hat er sogar nicht. Toll, komm drinnen, schon haben wir Probleme. Okay, was sagt mir der Wolf? Wir müssen ja sehr viel mit dem Wolf arbeiten. Okay, also so wie es hier aussieht, können wir hier auch nichts machen. Das heißt, wir müssen praktisch in den anderen Raum. Oder? Da zeigt mir was anderes in der Karte. Nee, gehen wir nochmal kurz zurück. Oh, stimmt ja. Übersehen. Ich dumme Olle. Oh mein Gott! So, ihr habt jetzt Pfeile. Du hast Pfeile, komm. Und er hat jetzt einen Schlüssel, gleich. Wetten hat einen Schlüssel. Nein.
Oh Mann, da kann ich das nicht schätzen mitnehmen. Toll, hier können wir auch nicht weit. Ah doch. Ah. Nee, hier geht auch nichts. Mit dem Wolf vielleicht oder so versuchen wir. Nee, mit dem Wolf geht das nicht. Einfach wandle ich mich wieder zurück, soweit ich das weiß. Hm. Aha! Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Wir müssen da nur jetzt hin, wir müssen erstmal dahin. Beziehungsweise nochmal. Da hängt, da soll was aus der Säule hängen. Guck mal oben. Oben irgendwo, keine Ahnung. Da ist alles nix. Kann es sein, dass jetzt der Dungeon irgendwie sehr viel geladen hat? Kann es sein? Ja, kann sein. Das gab's da nicht. Doch, geh mal kurz raus. Da kannst du doch irgendwo links gerade irgendwo runter, oder? Was wie eine Falte oder so war da, keine Ahnung. Mach hier. Nee, wenn du jetzt da rausgehst, meine ich. Aus dem Raum. Das da. Ja, da ist aber nichts. Da kann ich nicht rein. Hm. Okay, wir müssen den Raum noch ein bisschen besser absuchen. Ich würde vorschlagen, wir gehen schon mal in den anderen Raum. Nein, nein, das ist ja schon richtig. Das ist ja schon richtig, das weiß ich. Ich fahre gleich noch mit dem Wolf. Es ist jetzt sehr, sehr komisch. Ja, ja, das hilft mir jetzt aber auch wenig. Da ist so ein Ding. Ah, jetzt habe ich die Idee. Ich habe jetzt voll die Idee. Komm mal her. Und jetzt habe ich was gesehen. Da oben. Nee, scheiße, war doch nichts. Aber das ist das Einzige, was ich aktivieren kann. Da hinten hast du schon geschaut. Ja. Aber haben wir so, was mir helfen könnte? Nix. Es hat was damit zu tun. Also Gewicht hätte ich. Ja, und jetzt? Passiert aber trotzdem nichts. Aber ich habe ganz sicher jetzt alles gemacht. Ich gehe nochmal zurück. Das ist unglaublich. Ich hänge schon im ersten Tempel, in der ersten paar Räumen fest. Aha. Ich hab noch. Wir sollten nochmal diese Falltüre da inspizieren. Links. Ich hab so das Gefühl, dass ja irgendwas sein. Aha. Ja, perfekt. Und schon kommen wir wieder weiter. Aha, da geht's ja auch noch weiter.
Jetzt haben wir Untergeschoss. Auf jeden Fall, die Musik von diesem Dungeon kommt auch aus Windbreaker. Und diese Musik, die wird auch, glaube ich, in Ganons Kastell ganz am Ende gespielt oder so. Ja, da schaut der Zombie. Idee. Toll. Was? Nach einem Schlag schon tot? Das ist unfair. Egal. Okay, jetzt haben wir hier einen Schlüssel oder wie? Tatsächlich. Ach so, es war schon alles richtig. Wir haben uns so im Raum geirrt. Ah, und jetzt ist da noch was. Ach, deswegen ist jetzt auch die Fackel. Okay, getan. Was hast du jetzt bekommen? Ein Schlüssel. Ja, dann geh nochmal zurück zum Dings, oder? Ja, jetzt sind wir schon da. Nein, halt, das ist der falsche. Ach, du bist schon. Oh, jetzt muss ich mich ja nochmal drehen, ich Idiot. Nein. Doch, jetzt ist dann noch der andere Raum, der ist jetzt weg. Jetzt ist hier ein Ding. Und da, jetzt kommen wir da nicht weiter. Wir müssen aber dann noch weiter. Du musst da raus. Nein, ich muss da eben nicht raus. Doch. Eben im gegensätzlichen Raum stand ein Tür mit dem Schlüssel. By the way, hier ist die nächste Geisterseele. Und ich glaube, ich weiß sogar, welche die richtige ist. Boah, verreck einfach! Die hier, oder? Boah. Okay, ich weiß es nicht. Dieser Hans. Der hat sich mit dem Rücken zu mir gedreht, weil er dachte, dass, wenn er mich nicht sieht, dass ich ihn nicht sehe. Das ist so. Ja, mache ich auch immer. Okay, wir haben schon zwei. Hier ist nichts mehr. Aber wir sind noch lange nicht fertig, oder? Denn da ist ja noch ein großer Raum. Andererseits gehen wir mal zurück. Ich glaube, wir werden schon missen, wenn wir was verloren haben. Ach so, du hast ja den ganzen Raum gedreht. Genau. Ja, mein Gott, geht da doch einfach durch! Ist denn das so schwer? Mein Gott, wie ich wieder raschte. Aber jetzt kommen wir leider nochmal durch, gell? Nee, egal. Ja, daraus. Ja. Und dann müsste jetzt. Und wir gehen jetzt einfach mal in den anderen Raum, würde ich sagen. Genau. Hä? Achso. Wir müssen doch jetzt eigentlich zwei kommen, oder? Doch jetzt. Ah, jetzt. Okay. Haben wir das auch geschafft. Okay. Geh mal da lang, also rechts. Da ist doch nichts. Da war doch irgendwas, da war doch so ein Käfig. Ach so, stimmt, der Käfig. Der ist aber da. Musst du den von der anderen Seite vielleicht irgendwie wegziehen oder so? Boah, meine Fräse, du Scheiß, hier komm einfach her!
Die Truhe würde ich trotzdem mal öffnen. Ja, da ich sind da schon 20 Euro Rubin, das habe ich vorhin schon von, ja, gesagt. Okay, wo kommen wir denn jetzt lang? Okay, wir sind ja immer noch ohne Strom. Schade eigentlich. Aber immerhin toll, dass hier diese Typen liegen bleiben. Sieht zwar ekelhaft aus, aber guck mal, wie viele Totenköpfe die da am Gewand haben. Guck's dir an. Da war auch noch ein fetter Totenkopf hier auf dem Kleid. Okay. Da ist ein Satanshorn. Da ist auch wieder ein Totenkopf, wenn man so interpretieren kann wie ich. Und da war Barbie Pony. Autsch. Wie sieht die Karte eigentlich aus? Boah, das ist viel. Oh Gott. Ja, das schafft man nicht alles an einem Tag. Also wir beide auf jeden Fall nicht. Okay, rechts. Müsste vielleicht was. Ah, endlich Pfeile. Geh mal zum Käfig. Gleich. Unversehentlich. Aha. Oh, den kannst du jetzt rausziehen. Stimmt. Aber das ist eh nicht der Käfig, den ich hätte gebrauchen können. Doch, brauchen wir. Nein, schieb ihn nach links. Oh Gott. Ich hasse jetzt manchmal, wenn die Typen nur mit zwei Schlägen kaputt gehen. Toll. Ah. Immer schön weiter hoch. Aber hoffentlich weiß dahinter nichts Wichtiges. Nee, ist nichts. Oh. Geschafft. Und ist da hoch, würde ich sagen. Oh, guck mal, so ein Flammtrottel. Wahrscheinlich auch so eine Statue, die du wahrscheinlich drehen kannst. Ja. Oh, ich hasse den Fangstoß! Ich will doch nur eine Sprungattacke machen! Das nervt! Ah, oh, da ist eine Truhe. Die hätte ich fast übersehen. Ah, oh, da kommt was drin. Geil. Immerhin kommen wir einigermaßen nett voran. Okay, hier ist noch eine scheiß Truhe. Und wird ja wieder bewacht. Ja. Hey, das gilt nicht! Das gilt nicht, du Spast! Ja, der ist auf einmal mehr aus. Der anderen hast du ja schon vorhin mit dem Pfeil abgeschossen. Was? Nein. Achso, stimmt ja. Stimmt ja. Ah, ein Schlüssel. Okay. Ja, geht's einfach mal zurück. Ja, frag mich wohin. Ah,
Aua, so. Oder so, ja, genau. Boah, wir haben schon 3 Geister von 4. Das geht ja irgendwie schneller, als ich gedacht habe. Du hast doch 2, oder? Ja, 2 von 4. Was kommt da drunter, würde ich sagen, oder? Bald gleich, was auch immer. Ja, auf jeden Fall in den Haupteingang können wir, sobald wir die 4 haben, dann geht's erst richtig los. Man kann sagen, dass das 4 Zwischenbosse sind, weißt du? Ist halt so ein kleiner Vorgeschmack, oder? Oh, scheiße, ja. Oh, da sind 2. Ah, so ein Spasti! Verreck! Nein, nicht du! Du Idiot! Natürlich! Boah! Oh, der ist nervt! Schlagen sich selber. Die haben sich selber geschlagen. Mann! Verreck, du kleine Mistsau! Boah! Das gelingt nicht! Du rastest ein bisschen über. Endlich diese blöde Spastensau. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem es hier zu tun hat? Hab's das Gefühl, dass der irgendwie da hinten ist. Naja, machen wir den anderen Weg. Nee, da ist da hinten, das wäre jetzt schon. Und was sagt die Spur? Ja, nicht geht. Guck, der Typ ist da. Was für ein Opfer. Guck dir mal den Idioten an. Hallo, hallo, ihr habt ihn schon mindestens 3-mal angegriffen. Und ich treffe einfach nicht. Geh, trifft ihr mich? Boah, visieren halt mal an, du Trottel. Ja, greif an. Ich rasche immer bei Strategiespielen aus, weil ich die Strategie nicht verstehen will. Gott sei Dank. Boah, das war so eine schwere Geburt. Lass mir rote Dorsch jetzt noch eine letzte drin, oder wie? Ah, da kommt sie da gut. Ich dachte, da kommen jetzt Raptor. Jetzt war jetzt voll billige Verarsche. Ah, jetzt habe ich doch gewusst. Wahrscheinlich mal zu Menschen. Toll. Du brauchst jetzt die Stiefel. Wie kriege ich die wieder los? Gell, macht Spaß. Boah, war das so schwer. So, jetzt aber schnell weg hier. Ah, wir sind wieder hier oben. Geil. Okay, 1 von 3 haben wir jetzt. 3 von 4 haben wir. Jo. Immerhin ist der Weg offensichtlich. Halt, ich frage mich, wie viel dann aber noch kommt. Muss wahrscheinlich eh nochmal irgendwo runter, oder?
Da wäre noch eine Möglichkeit. Da muss sie vielleicht noch runter und... Oh ja. Das ist noch genug zu tun, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, wir kommen echt gut voran. Fällt mir mal so auf. Okay, von da kam ich. Okay, lass mir raten, das muss der jetzt einfach wieder dahin schieben oder wie? Da wäre noch eine Truhe, fällt sehe ich gerade oder Ball oder ah nee, ist nur das Zeichen. Okay, da ist eine Truhe. Ach so, ist ach wir sind jetzt in dem Raum, kann das sein? Ah ja, jetzt sind wir in dem Raum. Ah wieder das Spiel, okay. Hurensohn! Komm her, Mann! Komm! Oh, scheiße, nein. Au! Der kommt so hoch! Der Typ kommt tatsächlich so hoch! Okay, das machen wir ganz anders. Ich mach das jetzt so. Scheiße, dahinter ist auch einer! Komm, komm, komm! Nein, nein! Nein, scheiße! Oh, 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 oh! Du wirst verrecken. Ja, scheiße. Diese Spasten! Okay, die kill ich jetzt erstmal. Das kann nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Au. Komm mit her. Du da hinten, komm her. Verreck! Ich will dich! Als Abonnenten haben. So, das waren alle. Oder? Kurz abchecken, da ist keine mehr. Und da hinten sind noch welche, aber die stören wahrscheinlich mit. Ja, geh hoch! Nein, du springst da nicht hoch. Ach, glaube ich nicht. Das ist jetzt echt zu hoch für den Macker. Da war noch ein roter Rubin! Ey, wollt mir doch verarschen. Also davor hättest du echt eine größere Tasche kaufen können. Hätte ich. Solltest du. Ich könnte. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze erst. Nix da. Oh nein, du nicht. Herze. Ich will jetzt Herze. Es gibt uns wieder keine Herze. Los. Schneller, schneller. Weiter, weiter. So. Jetzt kommen wir auch da locker dahin, oder? Ja. Ja. Okay, mir zeigen, wir machen Schluss. Also dann, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Lü. Okay, ciao.